wir erleben den perfekten Sturm. Die Frage ist, was kann man alles machen, wenn man Internet der Dinge, Big Data, künstliche Intelligenz, Quantum Computing mit 100 Milliarden verbindet? Welche Technologie kann da herauskommen? Könnte man damit eine Datendiktatur bauen? Ist die Demokratie gefährdet? Und was bedeutet Demokratie überhaupt? Bedeutet Menschenrechte, Selbstbestimmung, Selbstentfaltung, Pluralismus, Minderheitenschutz, Gewaltenteilung, Checks and Balances, Mitbestimmung, Transparenz, Fairness, Gerechtigkeit, Legitimität und auch Privatsphäre. Nun, wir hatten gute Gründe, diesen Artikel zu schreiben, der mit einem Jahr Verzögerung in Scientific American erschienen ist, Will Democracy Survive Big Data and Artificial Intelligence? Und er hat die Öffentlichkeit aufgerüttelt. In der Tat muss man befürchten, dass die Demokratie in Gefahr ist. Was ist passiert? Nun, in diesen schwierigen Zeiten möchte die Regierung gerne wirksamer regieren. Man möchte gerne, dass die Verbraucher sich vernünftiger verhalten, das heißt umweltfreundlich, gesünder und dergleichen mehr. Aber die Technologie, die man dafür entwickelt hat, die kann man eben auch nutzen, um Wahlen zu beeinflussen. Und dabei passiert es eben auch, dass Biases entstehen, insbesondere nach rechts. Und man hat das nicht nur bei diesen Google-Algorithmen gefunden, sondern auch bei Microsofts Chatbots und auch bei der Bildersuche. Das heißt, hier sind massive Manipulationen, Verzerrungen im Gange und die haben offensichtlich auch den Ausgang der Brexit-Entscheidung beeinflusst. Aufgerüttelt hat die Öffentlichkeit dann dieser Artikel. Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt. Wir sprechen hier von einer digitalen Bombe im Grunde genommen. Und das waren die Reaktionen. The danger is less democracy. Invasion der Meinungsroboter bedroht die Demokratie. Steinmeier sieht tödliche Gefahr für die Demokratie. De Maizière sagt Meinungsrobotern den Kampf an. Warum Social Bots unsere Demokratie gefährden. Und nur die AfD möchte offiziell Meinungsroboter einsetzen, aber es ist natürlich klar, selbst wenn politische Parteien das nicht machen, Unternehmen könnten das sehr wohl tun und damit letzten Endes das Wunschergebnis, soweit es geht, herbeiführen. Das Problem ist, diese Bots kann man natürlich für gute Dinge einsetzen, aber offensichtlich gibt es Anreize, sie auch dazu zu verwenden, die Leute in die Irre zu führen. Und das gefährdet ohne Zweifel den Nutzen des Internets. Die Macht der Fehlinformation wird immer klarer. Die Gesellschaft radikalisiert sich. Und schließlich hat sich auch die Privacy Watchdog in UK bemüßigt gefühlt einzuschreiten. Und plötzlich ist es gar kein Problem mehr. Ja? Letztlich ist das alles nur ausgedacht, was Cambridge Analytics gemacht hat. Aber wenn man dann in die wissenschaftliche Literatur schaut, dann sieht man, dass eindeutig dieses Manipulationspotenzial vorhanden ist. Man hat Experimente mit Millionen von unwissenden Bürgern gemacht, die man beeinflusst hat. Und man kann Wahlen also durch Verzerrung der Google-Resultate um 6 bis 20% wohl verschieben. Und auch soziale Medien können natürlich letzten Endes das Denken, Entscheiden und Wählen beeinflussen. Wie funktioniert das alles? Ne? Gibt es mehrere Ingredienzien? Einerseits Big Data, in einer Minute alleine 700.000 Google-Anfragen. Aber alles, was wir heutzutage tun, wird vermessen. Sie können eigentlich das Internet nicht mehr benutzen, ohne nicht aufgezeichnet zu werden. Web of Trust, dem man ja eigentlich vertrauen können sollte, hat Daten verkauft über unser Klickverhalten. Diese Daten entlösen natürlich alles, auch Politiker, sie vorstellen, die könnten im Prinzip unter Druck gesetzt werden, auch wenn sie Zeitungen im Internet lesen, mitgeschrieben, für was sie sich interessieren, wahrscheinlich auch wie viel Zeit sie auf welchem Artikel verbringen. Im Grunde genommen werden Sie ausgelesen, während Sie glauben, die Zeitung zu lesen. Und in UK gibt es 48 Organisationen, die noch alle
Links, die angeklickt wurden, zurückverfolgen können, selbst wenn Sie die Browsing History gelöscht haben. Gehen Sie davon aus, dass das überall in der Welt der Fall ist. Und die Frage ist also, was passiert insbesondere mit den Vorratsdaten, die gespeichert werden, durch welche Machine Learning Algorithmen laufen die und was werten die alles aus? Zweite Komponente, künstliche Intelligenz. Ja? Kein Mensch, kein Geheimdienst, kein Unternehmen möchte in all diese unendlichen Daten, die über jeden von uns existieren, mehr als Geheimdienste jemals hatten, die Stasi oder Geheimdienste von totalitären Regimen. Das macht man mit künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz explodiert exponentiell in etwa 20 Jahren, manche sagen 40 oder 50, rechnen wir damit, dass man künstliche Intelligenz hat, die menschliche Intelligenz übersteigt. Das Militär ist wahrscheinlich 30 bis 50 Jahre voraus. In jedem Fall ist es so, dass wir intelligente Maschinen haben werden und als Tools nutzen werden. Und das ist natürlich zu unserem Vorteil zunächst. Dann werden die aber schlauer. Das heißt, sie werden zu Teammitgliedern oder zu Konkurrenten. In manchen Firmen müssen sie schon im Aufsichtsrat ein. Und schließlich sagen sie uns, wie wir Fehler vermeiden können, wie wir uns richtig verhalten sollen. Und die Frage ist, werden sie irgendwann unsere Chefs sein? Und das wird bereits erforscht. Und das ist eine Frage, mit der man sich befassen muss und ob das wirklich gut für uns und die Gesellschaft ist oder nicht. Nächstes Element, Psychologie. Wir leben, ohne dass Sie es vielleicht gemerkt haben, in einer Welt, die anders funktioniert. In einer Attention Economy. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt, es gibt einen gnadenlosen Kampf um diese Aufmerksamkeit. Wer diese Aufmerksamkeit gewinnen kann, kann uns beeinflussen. Und zwar unsere Entscheidungen, unsere Emotionen, unsere Meinungen, unser Verhalten. Und wir werden auf diese Art und Weise beeinflusst zu konsumieren, bestimmte Produkte. Und dabei wird nicht nur der bewusste Kanal genutzt, sondern insbesondere der unterbewusste. 95% der Informationen, die auf uns einfließen, die nehmen wir nicht bewusst wahr und können insofern die Auswirkungen auch nicht ohne weiteres kontrollieren. Die programmieren uns in gewisser Weise und das benutzt man natürlich in den Medien, um das zu machen. Und seit 100 Jahren, Stichwort Bernays, nutzt man das, um Menschen dazu zu bringen, Produkte zu kaufen, die sie eigentlich nicht brauchen und nicht wollen. Und es war auch die Psychologie, die hinter dem Dritten Reich steckte. Also potenziell hochgefährlich und jetzt ist man so weit, dass man diese Manipulation personalisiert. Das heißt, all diese Daten, die man sie gesammelt hat, die sie durchschaubar gemacht hat, haben die offenlegen, was ihre Interessen, ihre Neigungen, ihre Schwächen sind, das nutzt man, um sie jetzt ganz gezielt zu beeinflussen. Diese Bücher sprechen Bände, ja, Mind Control, Social Engineering, Art of Deception. Und man muss gewisserweise von einer Weaponization von künstlicher Intelligenz sprechen. Es ist Propaganda, künstliche Intelligenz entwickelt worden, zunächst für die Kriegsführung in anderen Staaten. Heutzutage wird es eben auch im Inland eingesetzt. Cambridge Analytica hat es letzten Endes bekannt gemacht. Das heißt, dass mit 300 Likes diese Maschinen das Verhalten von Menschen eindeutiger vorhersagen kann als deren Partner und Freunde. Und was gemacht wird, ist, dass die Menschen in verschiedene Kategorien einsortiert werden, zum Beispiel diese Ocean-Skala, weiß man dann, welche Menschen ängstlich sind und die kriegen dann entsprechend auch Informationen zugespielt, die genau diese Angst aktivieren. Da wird zum Beispiel im Wahlkampf gesagt, naja, wir kümmern uns darum, wir tun etwas gegen Terrorismus und gegen Einbrecher. Und Menschen, die einen anderen Charakter haben, bekommen völlig andere Nachrichten zugespielt und unter Umständen genau die Gegengesetzten. Es ist also Rattenfängerei. Es gibt auch andere Firmen, die das machen. Crystal Knows sind noch wesentlich weiter als Cambridge Analytica. Und was dabei herausgekommen ist, ist Persuasive Computing.
Und die Frage ist, kann man jetzt die Gesellschaft damit automatisieren? Kann man Menschen steuern, programmieren? Wie weit geht das eigentlich? Das Militär versucht es jedenfalls. Und Singapur sieht sich als soziales Labor. Dort werden solche Dinge ausprobiert und nicht nur dort. Deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, The Automation of Society is Next. Was gemacht wird, ist, maschinelles Lernen wie Deep Learning wird angewandt auf Big Data. Und das sind insbesondere unsere Daten, die ohne unser Wissen abgesaugt worden sind von unserem Computer mit den Cookies, die ständig mitschreiben. Wenn sie die ausschalten, kriegen sie im Internet keinen Service mehr. Und diese Daten werden verwendet, um sie mit personalisierten Informationen zu beeinflussen, ihre Aufmerksamkeit, ihre Emotionen, ihre Meinungen, ihre Entscheidungen zu steuern. Und das ist nicht nur für Marketing interessant, sondern auch für Politik. Und da spricht man von Nudging. Keiner hat zugegeben, dass es da um Big Nudging geht, das heißt um die Verwendung von Big Data über uns, die es eigentlich rein theoretisch gar nicht geben sollte. Und wenn Sie solche Bilder sehen, dann sehen wir schon, wie weit wir gekommen sind. Also sind wir jetzt mittlerweile ein Anhängsel unseres Handys. Wie funktioniert das? Konditionierung. Seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, angewandt auf Tiere, die werden in diese Skinner-Boxen gesetzt und Anreizen oder Bestrafungen ausgesetzt und damit dazu gebracht, bestimmte Dinge zu tun oder zu lassen. Das wird jetzt mit uns gemacht, mit uns allen. Und die Skinner-Box, in der wir gefangen sind, das ist die Filterblase, die unsichtbar um uns herum aufgebaut worden ist. Erste Zwischenzusammenfassung. Wir leben in einer Zeit, wo technologisch 1984 längst möglich ist, the Brave New World, Massenüberwachung, Big Nudging, Verhaltensmanipulation, wir kommen jetzt gleich noch zu Citizen Score, Predictive Policing, Zensur, Wargames, Destabilisierung von politischen Regimes, Cyberwarfare und Euthanasie. All diese Dinge sind auf dem Weg. Und begonnen hat es mit diesem Traum von Chris Anderson, der gesagt hat, wenn wir nur genügend Daten haben, dann enthüllt sich die Wahrheit ganz von selber. Wir müssen dann nur noch tun und lassen, was uns die Daten sagen. Und folglich hat man begonnen, so viele Daten wie möglich zusammenzuraffen, in der Hoffnung, man könnte eine Kristallkugel bauen, die uns sagt, was in der Welt passiert, an jedem beliebigen Ort, in Echtzeit und womöglich mit Predictive Analytics noch die Zukunft voraussagt, soweit es eben geht. Aber dabei ist es nicht geblieben, sondern man möchte ein digitales Zepter haben, mit dem man die Welt regieren kann. Und die Frage ist also, kann man mit den Daten, die verfügbar werden, die Welt irgendwann wie ein sogenannter wohlwollender Diktator oder ein weiser König regieren, datengetrieben. Und die Unternehmen arbeiten daran. Google will den Staat neu programmieren, das heißt, es geht um Betriebssysteme, nicht etwa nur noch für Computer und Smartphones, sondern für die ganze Gesellschaft. Und das gleiche mit IBM. Der Vorschlag war, dass Watson der nächste Präsident sein soll und Facebook hat natürlich auch diese imperialen Ambitionen. Wenn Sie sich anschauen, was das Manipulationspotenzial ist, 90% oder mehr der Suchanfragen werden in Europa über Google gemacht. Mit anderen Worten, wir werden eigentlich von Google zunehmend regiert. Und entstanden ist daraus ein technologischer Totalitarismus. Und der funktioniert dann insbesondere mit dem Citizen Score. Das heißt, all diese unzähligen Daten, die über Sie gesammelt worden sind, werden heruntergekocht auf eine einzige Zahl. Und die beschreibt Ihren Wert als Bürgerin oder Bürger. Und in China hängt davon ab, was man für den Kredit bezahlen muss, welche Jobs man bekommen wird, in welche Länder man reisen können wird. Und im Westen gibt es das auch. Ja, zum Beispiel in Großbritannien, da nennt sich das interessanterweise Karma Police, ja, das digitale jüngste Gericht. Und das kommt dann zum Einsatz, wenn die Ressourcen knapp werden, etwas, was für die nächsten Jahrzehnte erwartet wird. Das heißt, wenn entschieden werden muss, wer darf noch ein Auto kaufen, wer darf noch ein Auto fahren,
wer kriegt noch eine Grippeschutzimpfung, wer kriegt noch teure Medikamente, wer darf noch wie viel Fleisch essen. Das kann dann alles mit diesem wunderbaren Citizen Score entschieden werden, wenn Sie es zulassen. Ich rate schwer davon ab. Und dann gibt es noch Sentient World, das heißt, diese Digital Doubles, die über Sie geschaffen worden sind, die Kopie von Ihnen in der digitalen Welt wird verwendet, um eine Weltsimulation zu machen. Und da kann man dann halt schauen, was passiert, wenn man dieses Land einmarschiert, was passiert, wenn man Demonstrationsfreiheit abschafft, wenn man Demokratie abschafft und so weiter und so fort. Und man kann dann auch schauen, wer sind die Leute, die dagegen demonstrieren würden. Die kann man dann mit Predictive Policing vorneweg gleich wegsperren, damit die nicht stören, während die Demokratie so Stück um Stück abgebaut wird. Seit wann passiert das alles? Nun, ungefähr so lange, wie die Wahlprognosen plötzlich versagen. Und es gibt also mit diesen Big-Nudging-Apparaten die Möglichkeiten, eben die Massen zu manipulieren, die Eliten zu stören, das Orakel der Masse hieß es. Diese Technologien gibt es mindestens seit 2010, wo man mit sozialen Medien den arabischen Frühling ausgelöst hat, und seit mindestens 2012 ist es im Einsatz in lateinamerikanischen Staaten und anderswo, wahrscheinlich ungefähr überall in der Welt, denn wer würde da widerstehen können, diese Möglichkeiten einzusetzen? Und Obama hat zumindest gesagt, wie er es gemacht hat. Der weiß also, was jeder wählen wird, so ungefähr, und nicht nur, was sie wählen werden, sondern man kann sie auch dahin schubsen, bestimmte Parteien zu wählen. Jedenfalls ein Teil der Bevölkerung, und das reicht aus. Den großen Aufschrei gab es aber erst, seitdem Trump das gemacht hat. Ja? Und gibt es viele Artikel auch darüber, also Social Bots haben da sicherlich eine große Rolle gespielt, das ist gar keine Frage. Und mit diesen Social Bots haben wir jetzt neue Propaganda-Instrumente, die Botschaften nicht nur um ein unerhörtes Maß multiplizieren und auch andere Botschaften zuschütten. Das heißt, wir haben jetzt Propaganda- und Zensurmöglichkeiten mit diesen neuen Technologien, die eben bei uns auch eingesetzt werden. 10.000 Bots, glaube ich, können Sie für 1.000 Dollar mieten. Die größten Botnetze, die bekannt geworden sind, umfassen 350.000 Accounts. Und die Frage ist also, wie wird das unsere Gesellschaft beeinflussen? Die Erfindung der Druckerpresse hat zum 30-jährigen Krieg geführt, 8 Millionen Tote. Erfindung des Radios, Typ Volksempfänger, hat zum Dritten Reich und Zweiten Weltkrieg geführt, 85 Millionen Tote. Ja, kriegen wir das in den Griff? Julian Assange sagte, die Cyberwaffen der CIA, für die sie 100 Milliarden ausgegeben haben, also mehr als eine Milliarde pro Terrorist, sind außer Kontrolle geraten. Sie werden also jetzt von anderen auch verwendet. Wir haben also ein Proliferationsproblem, und wenn dann viele versuchen, irgendwie uns zu steuern im Wettbewerb, dann führt das letzten Endes zu einer solchen Situation, das heißt zu einem Konflikt. Und in der Tat kann man die Polarisation und die Fragmentation der Gesellschaft bereits sehen. Und nicht nur das, wir sind in der sogenannten postfaktischen Gesellschaft angelangt, und das erinnert uns natürlich an George Orwell wieder. Ja? Das heißt, George Orwell wurde im Grunde genommen als Gebrauchsanleitung verwendet, leider Gottes, nicht als Warnung verstanden. Und das geht so weit, dass man heutzutage Geschichte umschreiben kann. Das heißt, Sie können Posts und Webseiten aus dem Netz ziehen, editieren, wieder reinschieben, das merken Sie gar nicht, so schnell geht das. Und man kann YouTube-Videos in Echtzeit manipulieren, bis hin zur Mimik. Man kann manipulieren, was sie sagen. Das heißt, YouTube-Videos, die echt aussehen, können nach Belieben fabriziert werden, wenn es nur genügend Videoaufnahmen von ihnen gibt. So weit ist es gekommen. Nun, an Kritik mangelt es nicht. Es gibt natürlich jede Menge Ärger.
Die Zeitungen sind so nach und nach aufgewacht, aber das volle Ausmaß haben sie immer noch nicht verstanden. Die Staatsanwaltschaft schaltet sich ein, die Akademie der Wissenschaften, dann gibt es Bücher, die sich mit diesen Dingen befassen. Und selbst die ursprünglichen Unterstützer des Nudging-Konzepts, einer der Väter Kasanstin, hat nun Bauchschmerzen bekommen und sagt es laut und deutlich. Und auch der Erfinder des World Wide Webs, Tim Berners-Lee, hat sich eingeschaltet. Tim Cook prangert es ohnehin an. Elon Musk hat uns gewarnt, indem er gesagt hat, künstliche Intelligenz ist vielleicht die größte Bedrohung der Menschheit. Und schauen Sie sich dieses Video an. Er hat noch mehr gesagt und er hat uns Hinweise gegeben. Er hat suggeriert, leben wir vielleicht in einer Art Computersimulation? Leben wir in einer Art Matrix? Und wir sind insofern an einem Scheideweg angelangt, was die Gesellschaft angeht. Wir sind im Begriff, wenn wir nicht aufpassen, Selbstbestimmung, Menschenwürde, Unschuldsvermutung, Fairness, Gerechtigkeit, Pluralismus, Demokratie und vieles mehr zu verlieren. Nun, über Lösungsansätze wird nachgedacht. Elon Musk war es 1 Milliarde wert, OpenAI zu gründen mit dem Ziel: We believe AI should be an extension of individual human wills and in the spirit of liberty, as broadly and evenly distributed as possible. Und dann gibt es jetzt Initiativen, um diese Matrix irgendwie aufzubrechen und Allianzen zwischen den großen IT-Unternehmen, aber offensichtlich ist es ihnen bisher noch nicht gelungen, das Problem in den Griff zu bekommen. Das Weiße Haus hat sich eingeschaltet, hat mehrere Konferenzen über die Zukunft von künstlicher Intelligenz auf den Weg gebracht. Jetzt hat sich das IEEE eingeschaltet, Ingenieurvereinigung, um Standards auf den Weg zu bringen. Man möchte Accountable Algorithms, ethische Algorithmen, und das alles hat bisher noch nichts genutzt. Mittlerweile spricht man über Netzsperren und über Zensur und Wahrheitsministerien. Also wir sind sozusagen im Endstadium angekommen und die Frage ist, rettet uns jetzt diese Datenschutzrevision? Und warum sind diese Personal Data Stores noch nicht da? Was passiert ist, ist leider etwas anderes. Ja? Und das ist, das Unternehmen nach Herzenslust Daten gesammelt haben. Axiom hat zwischen 3.000 und 40.000 Spezifikationen über jede von Ihnen, auch über Ihre Gesundheit, unter Umständen nicht zuverlässig. Das, was Ihr Smartphone vielleicht glaubt, was Sie für Krankheiten haben. Palantir ist eine dieser Firmen, die natürlich mitmischt. Recorded Future, und dort haben die Datenschützer nicht eingegriffen. Und sie haben auch letzten Endes zugeschaut, wie hier in der Schweiz die Dinge passiert sind. Plötzlich nämlich haben sich die Datenschutzbestimmungen in allen möglichen Unternehmen verändert. Die Leute haben sich gewundert, es gab einen öffentlichen Aufschrei, aber keiner hat so richtig verstanden, was wirklich passiert ist. Und der Punkt ist nämlich der, dass diese Daten alle zusammengeflossen sind. Ja? Und das Gericht hat eingegriffen, aber die Öffentlichkeit und die Politik kennt das Ausmaß dieser Entwicklung wahrscheinlich nicht. Der Staat profitiert aber davon. Und was insofern passiert ist, ist so etwas wie die Teilung Polens. Aber diesmal geht es um unsere Menschenrechte, um unsere Privatsphäre, die zwischen den Unternehmen und der Politik geteilt wurde. Und Leute wie Larry Page, die sagen, wir wollen gerne was Neues machen, das ist zwar verboten, aber trotzdem. Und es wurde öffentlich in Frage gestellt, ob die Demokratie nicht vielleicht veraltet ist. Man müsste sie durch neue Technologie ersetzen. Peter Thiel sagt, es gibt einen tödlichen Wettkampf zwischen Politik und Technologie. Er möchte die Politik gleich abschaffen. Tony Blair hat die Demokratie auch ausgezählt. Und noch wurde gefragt, ist die Demokratie ein Auslaufmodell? Da wurde schon gesagt, es ist ein Auslaufmodell.
Und dann wurde an der Abschaffung gearbeitet, dann wurde China angehimmelt und wurde von weißen Unternehmerkönigen gesprochen. Und immer noch nicht wurde eingegriffen von den Datenschützern und von der Politik, sondern das ist alles auf dem Weg. Und insofern sind wir davor, dass in den verschiedensten Demokratien jetzt neue datengetriebene politische Regime auf dem Weg sind. Das könnte ein Faschismus 2.0 sein, ein Kommunismus 2.0 oder ein Feudalismus 2.0, aber nach Demokratie sieht es im Moment nicht aus. So, was können wir tun? Wir können das alles geschehen lassen und so tun, als hätten wir es nicht gemerkt und es dann hinterher wundern. Aber ich sage Ihnen, wie es ausgeht. Das Problem ist nämlich Mangel an Nachhaltigkeit. Wir überbeanspruchen die Ressourcen massiv. Das heißt, es werden viele Menschen sterben, und zwar Milliarden Menschen. Das sind die Prognosen für dieses Jahrhundert. Und Sie wissen ja, was passiert ist, als die Pferdekutsche durch das Auto ersetzt wurde. Plötzlich gab es wesentlich weniger Pferde. Die Eliten finden das auch relativ bedenklich. Das heißt, die haben sich alle Bunker gebaut, und Bücher wie diese muss man leider ernst nehmen. Und deswegen gibt es auch diese Diskussion um ethische Dilemmas. Das heißt, wenn so viele Menschen sterben müssen, ich sage, es sind mehr als Menschen in USA, in Europa und in China zusammenleben, ja? Wenn wir 50% die Ressourcen der Welt überbeanspruchen, dann geht es um alles, dann geht es um Leben und Tod. Und so, insofern wird auch über Euthanasie gesprochen. Das möchte natürlich keiner selber machen. Dafür schafft man dann künstliche Intelligenzsysteme. Und da bekommt dann das Sittenscore nochmal eine völlig andere Bewandtnis. Das heißt, wir sind wieder an einem Punkt in der Geschichte angekommen, wo der Mensch und das Menschliche keine Rolle mehr spielt, sondern nur noch die Zahlen, auf die geschaut wurden. Wir hatten das schon mal, ja? Und wir dürfen das nicht wieder passieren lassen. Aber dass man versucht hat, das Recht in die Verfassung umzuschreiben, das kann man an diesem Beispiel sehen. Ganz groß aufgezogen lief im Fernsehen Terror in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz gleichzeitig. Damit hat man versucht, populistisch die Rechtsprechung zu verändern und eine Wertigkeit des Menschen einzuführen, die dann letzten Endes entscheiden könnte, irgendwann eines Tages, wer sterben muss und wer nicht. Lesen Sie sich diesen Science Fiction durch, dann wissen Sie, wo es hinführen kann. Ich denke, wir dürfen das nicht passieren lassen. Wir müssen handeln. Ja, es gibt riesige Löcher in der Datenschutzverordnung, es gibt extraterritoriale Einrichtungen, da gilt das Schweizer Datenschutzrecht nicht und das europäische Datenschutzrecht nicht, da kann man im Prinzip allerlei Sachen machen, und ich finde, wenn das im Dunkeln intransparent passiert, führt es zu nichts Gutem. Deswegen ist es wichtig, wenn man mit diesen Daten überhaupt in Zukunft arbeiten möchte, dann muss es transparent, wissenschaftlich, ethisch, demokratisch passieren, und dafür muss man neue Institutionen einrichten. Das muss man auf den Weg bringen, und es gibt einige andere Sachen, die man machen kann. Wenn alles nichts hilft, dann muss man sich die Leute, die Demokratie untergraben, aktiv, und zwar nicht nur mit Worten, tatsächlich auch vor Gericht bringen. Und das darf dann keine Rolle spielen, ob sich die Leute Milliardär nennen oder Kaiser oder Papst. Ja? Es gibt aber noch eine dritte Option. Und das ist offensichtlich die, für die ich appelliere. Wir sehen eindeutig, dass diese marktkonforme Demokratie, die in den letzten Jahrzehnten in vielen Ländern auf den Weg gekommen ist, versagt hat. Sie kann die Menschheitsprobleme nicht lösen. Ja, insbesondere dieses Nachhaltigkeitsproblem, aus denen das Problem resultiert, dass die Ressourcen nicht für alle reichen würden. Aber wir können ein anderes System bauen. Und aus meiner Sicht ist es an der Zeit, jetzt die Weichen dafür zu stellen. Das Paradoxe ist, obwohl wir die beste Technologie aller Zeiten haben und mehr Daten denn je, scheinen wir doch die Kontrolle über diesen Planeten zu verlieren. Wir können das verstehen, weil nämlich die Prozessorleistung nicht Schritt hält mit dem Datenvolumen und das Datenvolumen nicht Schritt hält mit der Komplexität der Systeme, während wir diese Systeme vernetzen.
Und deswegen braucht es einen neuen Kontrollansatz, den gibt es zum Glück. Das ist verteilte Kontrolle und das bedeutet insbesondere auch mehr Partizipation. Es gibt jetzt seit wenigen Jahren die Technologien dafür. Blockchain ist ein Ansatz, damit kann man Decentralized Autonomous Organizations bilden und die könnten viel effizienter sein und eine Kreislaufwirtschaft auf den Weg bringen, sodass die Ressourcen für alle reichen. Und wir versuchen daran zu arbeiten. NervousNet ist das Stichwort, eine Open-Source-Plattform, wo wir Bürgerdaten über unsere Umwelt sammeln können, anonymisiert, die Daten werden dezentral gespeichert, sind dann aber für viele nutzbar. Das heißt, die Idee ist, ein Bürgernetzwerk hier aufzubauen, eine neue Informationsinfrastruktur, die transparent ist und den Menschen kontrolliert wird. Und damit können wir dann die Externalitäten messen, das heißt CO2, Lärm, Abfallstoffe und so weiter, aber auch positive Dinge wie Kooperation, Gesundheit, Bildung und so weiter und so fort. Und diesen Dingen kann man dann einen Wert oder einen Preis geben und damit neue Marktkräfte entfesseln, die dazu führen, dass das, was einst in diesen linearen Lieferketten, die wir heutzutage überwiegend haben, zum Abfall geführt hat, dass das, dieser ehemalige Abfall wieder eingespeist wird ins System, denn dann bekommen wir diese Kreislaufwirtschaft, die es erlaubt, dass alle Menschen auf diesem Planeten leben können. In unserem Leben produzieren wir 50 Tonnen Müll und darunter sind einige Autos, einige Sofas und Möbel, TV, Computer, Smartphones und so weiter und so fort. Das reicht lässig für 5 Leute. Und das heißt, es ist an der Zeit umzudenken, es ist vielleicht jetzt der letzte Moment. Ja, das ist der Wake-up-Call. Bis 2030 heißt es, müssen wir diese Probleme lösen. Ich denke, wir können es schaffen. Es gibt bessere Lösungen als das, was wir bisher gemacht haben. Ich konnte über all diese Lösungsmöglichkeiten hier nicht sprechen, aber im Internet finden Sie es im Future ICT YouTube-Kanal. Und hier sind diese Lösungsansätze aufgeführt. Und damit bitte ich Sie, handeln Sie. Danke.